Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem weiteren Gewinnspiel. Mensch Jörg, jetzt hast du doch erst ein Gewinnspiel gemacht, jetzt kommt schon das nächste. Ja, da habt ihr ja recht, je nachdem, wenn ihr den Kanal regelmäßig folgt. Allerdings waren die letzten Gewinnspiele ja eher was für die Jüngeren. Jetzt habe ich gedacht, komm, die Familien, die wollen jetzt auch mal wieder was gewinnen, je nachdem auch für die anderen, die ein bisschen geübteren Spieler, Spielerinnen, die wollen vielleicht auch was. Dann habe ich gedacht, komm, dann mache ich zwei Pakete, dann habt ihr euren Spaß und ich habe auch meinen Spaß und ihr habt wieder mal die Möglichkeit, was zu gewinnen. Und das erste Paket, das habe ich schon mal hier, das seht ihr schon mal, dieses gibt es zu gewinnen, das ist das erste Paket. Ich sage gleich noch was zum Inhalt, auch zum zweiten Paket und was man dafür tun muss natürlich auch. Alles Weitere, wie lange das Gewinnspiel läuft, das findet ihr auf jeden Fall in den Kommentaren. Ihr müsst euch jetzt nur entscheiden, ob ihr Paket 1 oder Paket 2 gerne haben wollt, weil in dem ersten Paket steckt unter anderem dieses Buch Exit, das Buch Ebene 6 fortgeschritten, habe ich auch schon vorgestellt, aus dem Hause Kosmos. Und ihr seht es ja hier, habe ich das nochmal. Und das ist echt cool, aber anspruchsvoll. Richtig knackig das Ganze natürlich hinten mit den jeweiligen Hinweisen. Aber dieses Buch, das ist eine wahrliche Herausforderung. Also aufpassen auf das Buch. Aber das ist quasi in dem ersten Paket drin. Und dann habe ich noch zwei Spiele und das eine habe ich ja gespielt, da habe ich gedacht, komm, das lege ich gleich noch drauf. Deckscape Crew gegen Crew, ein Teamspiel, ein sehr ungewöhnliches Deckscape-Spiel aus dem Hause Abacus Spiele, aber Deckscape-Spiele seid ihr teilweise auch Fans dieser Reihe. Da habe ich gedacht, gerade bei Crew gegen Crew als Teamspiel überlegt sich der eine oder andere vielleicht auch. Man spielt ja mit zwei Teams, da habe ich gedacht, komm, dann könnt ihr es gleich ausprobieren und dann könnt ihr euch auch melden, wie ihr das Spiel empfunden habt. Und da habe ich gedacht, komm, noch für die ja, etwas angenehmen Abende gibt es da noch mal was. Angenehme Abende, sage ich schon. Ja, schon was Besonderes. Die Rede ist von Paranormal Detective. Und das haben wir jetzt dieses Spiel so oft gespielt, das ist top vom Zustand. Na, ich gedacht, das gebe ich natürlich auch an euch weiter. Da habt ihr sicherlich auch genauso viel Spaß wie wir. Da haben wir auch ein Video gemacht. Könnte schon eine Weile her sein. Und da könnt ihr dann wirklich euch an einem wunderschönen Abend, mehreren Abende austoben. Es gibt verschiedene Level. Ab 12 Jahre ist es angegeben, 2 bis 6 Personen, 45 Minuten, düsteres Thema, aber das rockt, das macht Spaß, da könnt ihr auch nochmal in das Video reinschauen, dann bekommt ihr auch nochmal einen Überblick. Und das ist quasi Paket 1, was ihr gewinnen könnt. Ja, Paket 2, die Familien, die freuen sich natürlich auch auf das ein oder andere Spiel oder Zwei-Personen-Spiele, weil ich habe natürlich hier noch ein weiteres Spiel, richtig herum, Jumping Cups aus dem Hause Huch, original verpackt jetzt für euch, habe ich auch schon vorgestellt als Video, ein Zwei-Personen-Spiel, taktischer als man glaubt, 20 Minuten Spielzeit, recht schnell, ich glaube sogar mit Gameplay-Sequenzen, da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen, habe gedacht, komm, ein Spiel, da machen wir auch gleich mehrere, aber alles im Paket 2 und der ein oder andere wird sagen, oh, ein Quizspiel. Ja, lasst euch da nicht täuschen. Da oben steht das Quizit. Ich habe es auch schon vorgestellt. Das habe ich jetzt nochmal original verpackt. Rudi Games ausgezeichnet damals. Und es zählt wirklich zu einem coolen, ungewöhnlichen, App-verknüpften Quizspielen. Recht aktuell, recht gut gemacht. Also schaut je nachdem mal in das Video dann rein. Hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, auch mal so ein innovatives Quizspiel zu gewinnen. Das reicht aber nicht. Ich muss ja, ihr wisst ja, ich übertreibe ja gerne. Dann habe ich gedacht, ja, was Schnelles, was der Jörg ja gar nicht mag. Ja, mag, was soll ich dazu sagen? Ich habe es vorgestellt, aber ihr wisst ja, ich und Schnelligkeit spiele etc. Die Rede ist von Quick Packs. Habe ich euch auch schon, weißt du mir, Melias oder so vorgestellt? Smart Games. Hier seht ihr es ja auch nochmal, auch das Spiel original verpackt. Und da geht es um Schnelligkeit, um Zuordnen, abhängig von der Karte. Ich glaube, in dem Video habe ich auch gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Im Moment verliere ich öfters, wobei die letzte Zeit, die nächsten Videos, je nachdem, was da kommt, da liege ich, glaube ich, ganz gut dabei. Aber schauen wir einfach mal. Quick Packs ab 8 Jahre, also alles so Familiencharakter. Auch dieses Spiel könnt ihr gewinnen. Und es reicht. Und ich habe gedacht, komm, ein packe ich noch drauf. Diese Reihe von Think Fun Spielen, die ist ja sehr beliebt. Und hier habe ich noch ein Gravity Maze für euch. Hat ja auch Auszeichen bekommen ab 8 Jahre und ist ein Solospiel. Jetzt habt ihr also, wie gesagt, ein taktisches Spiel, ein Quizspiel, ein Schnelligkeitsspiel und noch ein Solospiel. Ich habe gedacht, das könnte ja eine schöne Mischung
an Familienspiele sein. Und Gravity Maze, Think Fun, auch sehr bekannt, viele Rätsel, durchaus knifflig. Und auch dazu gibt es ein Video, kniffliger als man glaubt. Und auch dieses Spiel könnt ihr gewinnen. Das ist quasi Paket Nummer 2, das mal als Hinweis. Und Paket Nummer 1, was müsst ihr denn dafür tun? Gar nicht mal so schwer, alles weitere findet ihr in der Beschreibung. Zuerst einmal brauche ich natürlich einen Kommentar von euch und da schreibt da rein, Paket 1 oder 2. Tut mir einen Gefallen bitte, Paket 1 oder Paket 2 zu schreiben, nicht mir ist egal etc. Ich werde das technisch aus, das wird gefiltert und dann soll es auch passen, weil manche schreiben ja auch darunter, ja Paket 1 oder 2 ist mir egal. Also schreibt darunter Paket 1 bzw. Paket 2, was ihr wollt. Und als kleinen Zusatz könnt ihr gerne dazu schreiben, der Thomas, der spielt jetzt wieder, ja ab und an bei uns natürlich, wie es die Situation zulässt natürlich. Wir testen uns immer im Vorfeld und ist natürlich die Frage, irgendwann gehen wir wahrscheinlich auch wieder live. Wir machen da uns keinen Stress, wie wir Lust und Laune habt. Und habt ihr Bock darauf, freut ihr euch, dass wir da wieder live übertragen, wieder auf YouTube und Twitch, weil viele schauen uns ja auf YouTube auch zu. Habt ihr da gewisse Vorstellungen, Wünsche, wann wir da senden sollen, warum wir wann nicht senden sollen, vielleicht, keine Ahnung. Da könnt ihr das natürlich auch gerne ergänzen. Schaut ihr das vielleicht oder habt ihr es damals auch die Live-Events dann geschaut, wo ich mit dem Thomas ja auf lustige Art und Weise und ich habe teilweise echt geschwitzt hier, viele Spiele am Band, am Fließband vorgestellt habt, wo ihr natürlich auch Fragen stellen konntet. Habt ihr wieder Lust darauf? Wie stellt ihr euch das vor? Wie bisher auch? Habt ihr einen Wunschtermin, Wunschuhrzeit? Das Ganze könnt ihr gerne ergänzen. Da freue ich, beziehungsweise ich denke, da freut sich auch der Thomas über diese Rückinfo. Dann können wir euch da auch in der Hinsicht ein bisschen einbinden. Wir müssen natürlich immer schauen, zeitlich, wie es passt, auch der Situation geschuldet. Das ist ganz klar, aber das wäre ganz nett, ganz lieb von euch, wenn ihr das als Kommentar ergänzt. Ja, das zu den Infos zu weiteren Gewinnspielen. Mal schauen, was da alles noch kommt. Ich will ja euch so viele Spiele noch vorstellen. Ich komme ja kaum hinterher, ihr vielleicht auch nicht, aber ja, das waren wieder Gewinnspiele. Jetzt einmal nichts für Kinder, sondern auch was für die etwas Älteren dabei. Ich hoffe, die Auswahl, die gefällt euch. Mal schauen, was es in Zukunft gibt. Es geht natürlich weiter. Keine Sorge, Kinderspiele stelle ich in Zukunft auch immer eine oder andere dann vor, in welcher Form auch immer. Und die gibt es zum Verlosen. Ihr wisst es. Also, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.